erwähnt. Ich bitte jetzt nochmal um eine Konzentration von 19.45 Uhr bis 19 Uhr steht hier, glaube ich, so lange wird es nicht dauern. Eine kurze Konzentration, vielleicht vorweg gesagt, die DFA hat immer wieder auch natürlich junge Talente gezeigt, hat die Möglichkeit, durch verschiedene Formate jungen Fotografinnen und Fotografen, teilweise auch noch im Hochschulkontext, mit ihren Lehrern hier vorgestellt. Viele Lehrer sind ja Professoren, sind auch Mitglieder der DFA. Morgen werden wir auch, wird Wolfgang Zurborn und Selina Lunz fort alternative Formen der fotografischen Lehre vorstellen. Und jetzt gehen wir wieder in die Schweiz, oder? Wir gehen wieder, wir bleiben sozusagen eigentlich in der Schweiz. Und Ferit Kuyas ist nicht nur Künstler, Fotograf, der auch in der Ausstellung Not Here Yet letztes Jahr bis zum 23. April in der Ausstellung im Glaspalast, kuratiert von Thomas Elsen und Selina Lunsford, vertreten war. Er stellt jetzt auch nicht seine Arbeit vor, sondern er stellt jetzt den Nachwuchsförderpreis für Fotografie in der Schweiz vor. Und da haben sich jetzt hinten 5 Männer positioniert. Ist es deine Leibgarde? Nein, die gehören wahrscheinlich, wenn ich das jetzt richtig verstehe, gehören die sozusagen eben halt einfach, sind die Förderpreisträger. Ja? Und ich übergebe es jetzt an dich. Und ich sage noch ganz wichtig, dass danach werden wir in die Galerie von Ute Noll gehen. Das ist in der Liststraße 27. Und da ist eine Ausstellung zum Nachwuchsförderpreis für Fotografie. Aber nicht diese, die wir hier sehen, sondern immer 25 Jahre. Ach, genau diese. Genau. Okay, genau diese Private View für Besucherinnen und Besucher der DFA-Tagung. Da gibt es auch was zu essen und du möchtest noch etwas sagen? Nochmal ganz, ganz Langweiliges, die Anwesenheitsliste. Wir haben wieder Leute darauf angesprochen, die hätten sie noch gar nicht gesehen, obwohl ich mehrfach gebeten habe, sich einzutragen. Jetzt ist sie da vorne. Also wo in dem Bereich soll es noch Leute geben, die sich noch nicht gelistet haben? Okay, Ferit, dann übergebe ich dir das Wort. Und viel Spaß bei der Präsentation. Danke, lieber Ingo. Liebe Anwesende, ich muss es gleich mit einem Widerspruch zu Ingos Votum vorhin beginnen. Armin ist nicht der einzige der Originale hier in Stuttgart. Wir haben viel mehr, nämlich im UNO Art Space bei Ute. Und zu den Herren, die hier mit mir stehen, der Nachwuchsförderpreis für Fotografie ist nicht... Das bin nicht ich, sondern das sind mehrere Leute. John Weitel ist aus dem Organisationskomitee da. Wir sind nicht hierarchisch, wir sind ein Team von 6. Und das sind 4 der Finalisten und Preisträger, die dann nachher ganz kurz ihren Teil selber vorstellen werden. Was machen wir? Wir bieten Starthilfe für junge Fotografen. Wir vermitteln, das heißt, wir zeigen ihre Arbeiten in Ausstellungen mit einem Katalog. Wir wollen die Diskussion um Fotografie in der Schweiz anregen und wir begleiten die Finalisten und Preisträger auch, wenn sie bei Fragen anstehen, mit Rat und Tat. So sieht eine Ausstellung aus im Idealfall. Wir stellen auch an, ich habe den großen Fehler gemacht bei der letzten Eröffnung, bei der Ute in kleinen Galerien, aus, die ich nicht sagen dürfen. Ich hätte intime Galerie sagen sollen. Also wir haben manchmal große Räume, wir haben manchmal kleinere Räume. Es ist immer ein Challenge, die Ausstellung entsprechend anzupassen. Das war hier der Jahrgang, glaube ich, 2010 in Basel. Die Eckdaten, wir sind eine Arbeitsgruppe vom VfG, das ist die Vereinigung Fotografischer Gestalterinnen. Ist ein Berufsverband und bei uns dreht sich die Diskussion etwas weniger ums Geld, sondern mehr ums Bild. Sind aber alles professionelle Fotografen und Künstler. Der Preis wurde zum ersten Mal 1995 ausgetragen, unter anderem von John Weitel gegründet. Er hat dann ein Sabbatical gemacht und ist jetzt wieder voll im Team dabei. Mittlerweile ist er der wichtigste Wettbewerb seiner Art in der Schweiz geworden und wir kriegen Bewerbungen reglementskonform vom
Fotografierenden unter 39 in Ausbildung oder nicht länger als 3 Jahre berufstätig. Autodidakten gelten auch als in Ausbildung. Aktuell ist der 20. Jahrgang dieses Jahr zu Ende. Wir dachten morgen, aber eigentlich im Sommer, denn dank Thomas Elsen darf diese Ausstellung auch nach Augsburg, was ich persönlich ganz toll finde. Der 21. ist ausgeschrieben. Wir sind ein Team von 6 Leuten, die das organisieren und die Anzahl an Bewerbungen schwankt stark. Das ist eine Wundertüte. Manchmal haben wir um die 60, manchmal haben wir gegen die 200. Woran das liegt, weiß ich nicht. Und wir sind konstant auf Sponsorensuche. Es ist verdammt schwierig, so eine Kiste zu finanzieren. Hier unser Auftritt, wenn jemand neugierig ist, einfach mal uns auf Google suchen. Wir versuchen unsere Corporate Identity, was unsere Grafikerinnen uns gewissermaßen geschenkt haben, durchzuziehen. Das gelingt uns auf der Webseite, auf Facebook, was auch eine wichtige Kommunikationsplattform für uns ist, etwas weniger. Neuerdings versenden wir auch regelmäßig einen Newsletter, sehr hilfreich bei Wettbewerbsausschreibungen. Und unser Team aktuell besteht aus Sabrina Grune, das ist übrigens eine Deutsche, da sind wir wieder zurück in Deutschland. Die hat vor 2 Jahren den 2. Preis gewonnen und arbeitet heute im Organisationsteam mit. Sie ist die Schnittstelle zwischen den Finalisten und den Organisatoren. Dann Susanne, die ist ein bisschen schwierig geworden, die studiert in Barcelona. Wir müssen sie immer mit Skype beischalten. Isabella hätte heute auch da sein sollen. Sie ist Art Managerin, auch eine wertvolle Hilfe. Sie macht die Pressearbeit. Roland, ein Basel-Fotograf, ist auch meistens bei Ausstellungsgestaltungen dabei. Und John ist so ein bisschen unser Mentor, weil er bringt enorm viel alte Erfahrung mit. Ich bringe vielleicht ein bisschen neue Erfahrungen mit. Ich mache das jetzt seit 2004 ununterbrochen und ich kümmere mich vor allem um die Zusammenstellung von Jury und um Ausstellungsgestaltung. Unsere Sponsoren sind breit gestreut. Wichtigster Partner ist eine Bildagentur, Kiesten. Wir haben aber auch Stiftungen und Hersteller von Kameratechnik oder Verkäufer von Kameratechnik. Das Budget ist relativ klein für das, was wir leisten. Wir haben letztes Jahr für den Jahrgang 20 nur 34.000 Franken gehabt und haben damit doch einige Ausstellungen bestritten. Ich hoffe, dass wir den Verlust von einem größeren Partner und Sponsor jetzt überbrücken können. Zum Teil ist es uns geglückt. Wir lassen uns überraschen, aber wir sind hartnäckig auf der Suche. Also wenn sich irgendjemand interessiert, wir sind sehr bereit. Ausstellungen machen wir normalerweise 4. Wir beginnen entweder in der Fotobastei oder in Lausanne für die Preisübergabe und die Initialausstellung. Dieses Jahr haben wir in Zürich begonnen. Dann ist Oslo 8 eigentlich eine Galerie ohne Raum. Die geht auf Stör. Und der Galerist hat uns im Büro Basel in Basel untergebracht, hatten sehr viele Besucher. Die schönste Ausstellung vermutlich ist immer in Lausanne, weil das ist ein sensationeller Raum. Und die schönste Ausstellung auch, muss der Ute einen Gefallen tun, und das ist wirklich eine schöne Ausstellung, weil die ist anders. Ute muss kuratieren, wir kriegen gar nicht alles rein und hat sich so einen Spaß dabei, die Arbeiten an den Raum anzupassen. Werdet ihr nachher gleich sehen. Und ich hoffe, ich habe das richtig geschrieben, Thomas, sonst entschuldige ich mich. Neue Galerie im Höhmannhaus wäre im Sommer noch eine Station. So sehen die Preisverleihungen aus. Die kriegen dann gleich eine Kamera oder einen Scheck und haben auch viel Spaß. Wir publizieren auch jedes Jahr einen Katalog und sind ziemlich stolz darauf, dass wir eine Grafikerin-Truppe gefunden haben, die zwar Moderne reinbringt, aber doch eine gewisse Zeitlosigkeit beibehält. Normalerweise haben wir eine Ausschreibung, eine provisorische Jurierung, wo die Daten elektronisch juriert werden, und dann machen wir irgendwo einen Cut bei ungefähr 30 bis 35 Arbeiten.
Das wird dann in Zürich physisch juriert. Sobald die 10 Finalisten bekannt sind, briefen wir sie. Wir möchten nämlich gerne, dass die Teilnehmenden bei der Ausstellungsrealisierung mithelfen. Wir müssen uns auch über Größen unterhalten und so weiter. Parallel dazu läuft die Katalogproduktion und die Ausstellungen beginnen jeweils im Herbst, im September. Das ist die aktuelle Ausschreibung. Wir haben natürlich, so wie man es heute macht, nochmal kurz verlängert, damit die, die den Termin verpasst haben, doch noch eingeben können. Jury aktuell, wir haben eine Festivaldirektorin aus der Schweiz, eine Fotokünstlerin aus der Westschweiz, Emanuel Walter, ist auch eine Frankophone. Wir müssen immer gucken, dass wir einen ausgeglichenen Frauen- und Männeranteil haben, dass wir einen ausgeglichenen, die Schweiz ist ja interkulturell oder polykulturell, dass wir Leute französischsprachige haben und dass wir deutschsprachige haben. Und seit einigen Jahren versuchen wir auch immer jemanden aus dem Ausland beizuziehen. Diesmal haben wir zwei, Andreas Müller-Pohle aus Berlin und die Emanuel Walter aus dem Elsass. Jetzt zu den Finalisten vom Jahrgang 20. Die meisten Arbeiten werden wir heute Abend sehen. Nicht alle, wir konnten dort nicht alle platzieren. Den ersten Preis hat Aruna Kanevashini gewonnen mit der Arbeit Selfie. Sie studiert oder hat studiert an der ECAL, das ist die Kantonale Hochschule für Kunst in Lausanne. Und die hat eine Reise mit den Studenten gemacht nach Rio de Janeiro. Und sie war völlig fasziniert davon, dass mitten in Rio de Janeiro irgendwo ein botanischer Garten ist, der aussieht wie ein Urwald, und hat sich lange dort aufgehalten und festgestellt, dass die Leute ganz viele Selfies machen, und hat begonnen, wie in diesen Bildern, wo man das versteckte Detail finden muss, Leute zu fotografieren, die von sich ein Selfie machen. Das ist eine fünfteilige Serie. Die Teilnehmenden dürfen 3 bis 8 Arbeiten einreichen. Sara de Campos ist eigentlich eine Portugiesin. Der Preis ist offen für Fotografierende, die entweder Schweizer Nationalität haben oder in der Schweiz leben. Sie macht die Masterclass in der gleichen Hochschule wie Aruna und erzählt uns bei Pangea mit einer Installation eine kleine urzeitliche Geschichte über die Entstehung von Pangea, dem Urkontinent, mit Pseudo-Artefakten und einem Bodenbild. Diese Arbeit besteht nicht nur aus Fotografien, sondern, wie man jetzt gleich sieht, auch noch aus einem Acrylpodest mit einem Gefäß, das mit urzeitlichen Methoden gebrannt wurde. Sie ärgert sich manchmal, Humor darf nicht fehlen, sie ärgert sich manchmal, wenn sie da drin noch so 20 Rappen oder 50 Rappen Stücke findet, weil die Besucher, die denken, das ist für Spenden. Johanna Kotlaris hat in Amsterdam an der Gerrit Rietveld Akademie studiert und während einer Artist Residency hat sie diese Bilder gemacht, nämlich in dem Raum, wo sie ihr Studio hatte, hat sie ganz viele Dinge vorgefunden, mit denen sie herumgespielt hat. Die Arbeit heißt Possibly Meaningful und bei ihr geht es darum, Dinge, die Sinn machen oder weniger Sinn machen, in einen Kontext zu bringen und gestalterisch mit denen umzugehen. Momentan besucht sie die Masterclass an einer, ich weiß nicht, wie die Hochschule genau heißt, aber es ist, glaube ich, die Kunsthochschule in Rotterdam zumindest. Sie konnte leider nicht so oft bei Eröffnungen dabei sein, weil sie hat selber ein kleines Budget und konnte nicht so viel rumfliegen. Ja, tut mir leid, das ist ein bisschen schnell, aber diese Bilder, denen werden wir nochmal begegnen. Bei Ute, Jukin Lefebvre, eine Fotografin, die ich überhaupt nicht gekannt hatte und die eine super positive Überraschung war. Sie hat nämlich, nachdem sie bei uns keinen Preis gewonnen hat, den großen Preis der
des Photo Awards in Biel gewonnen letzten Winter. Und diese Arbeit Far From Home beschäftigt sich mit Pflegekindern, die bei Gastfamilien oder in Heimen untergebracht sind. Und das hat auch eine autobiografische Komponente, weil sie in Belgien in einer Pflegefamilie aufgewachsen ist. Dieses Bild war ihr besonders wichtig, weil das ist der Glücksbringer. Sie haben auch persönliche Objekte, sie haben natürlich auch besitzt die Pflegekinder und diesen Stein hütet er offenbar wie seinen Augapfel, der Junge, den Sie vorhin gesehen haben. Und jetzt gebe ich das Wort an Florian. Ja, hallo, ich bin der Florian Lüthi und das ist das Le Sabot de Venus, das Projekt. Es ist die Name von einer Orchidee. Und diese Arbeit habe ich in Genua während 3 Monaten begonnen, in einer Artist-Residenz. Und es scheint ein bisschen wie ein Theaterstück. Es gibt Architektur wie Dekor und auch Porträt zwischen Schauspieler und Leute, die porträtisiert sind. Und vielleicht ist es ein bisschen zu schnell. Und die ganze Geschichte ist dann eine spezielle Frau während des Zweiten Weltkriegs. Die heißt Magda Fontange oder Madeleine Korabeuf und sie hat eine ganz spezielle Leben und ja, es ist ein bisschen da zusammen, das ist ein neues Theaterstück. Ja, sehr kurz. Er wird heute Abend anwesend sein, da kann man ihn so richtig ausquetschen. Ja. Hallo. Hallo zusammen, ich bin Kostas Maros. Ich habe eine fotojournalistische Arbeit, das ist keine künstlerische Arbeit, die ich beim VfG eingereicht habe. Ich war 2012 in der Mongolei, also ich war ein Jahr am Reisen, eine Weltreise, und bin dann auf diesen Mann gestoßen, als ich auf der Straße fotografiert habe. Und wusste nicht genau, was der macht. Also ob der irgendwie, was der in dem Loch machte und ob der geputzt hat oder irgendwie Service oder Leitungen. Und dann habe ich recherchiert und habe festgestellt, dass in der Mongolei hunderte von Leuten unter der Erde leben, Obdachlose, die im Winter dann in Erdlöchern leben, um sich vor der Kälte zu schützen. Und dann habe ich entschieden, 2013 zurückzugehen in die Mongolei, habe mit einem Hilfswerk zusammen dann dieses Projekt gestartet und habe 3 Wochen lang fotografiert und es wurde auch gefilmt. Ne? Und es geht eigentlich um diese Personen, die unter der Erde leben oder eher überleben. Das war auf der Müllhalde in der Mongolei, also die schlafen zum Teil auch direkt auf der Müllhalde, Entschuldigung, um dann am Morgen schneller dort zu sein oder vor Ort zu sein, um mehr Geld zu verdienen. So sieht das Leben innerhalb der Löcher aus. Also das ist Toilette, Wohnzimmer, alles Mögliche zugleich. Und oft sind die Leute also alkoholisiert, auch um die Wintermonate vielleicht besser zu überstehen, zum Teil zu dritt, zu viert in den Löchern. Also die Lebensbedingungen sind ziemlich harsch. Hier ist so eine offene Leitung, also ein offenes Loch mit, man sieht die Leitungssysteme noch vor dem Mann. Der ist übrigens unter 40. Man sieht
schon mitgenommen hat. Das ist so die Küche dieser Leute. Man sieht, dass es wird ziemlich Alkohol konsumiert. Und das sind zwei dieser Männer, die vor ihrem Bett oder vor ihrer Übernachtung stehen. Die meisten kommen vom Land in die Stadt. Es gab ja vorher die Geschichte aus Kasachstan, das ist ein ähnliches Phänomen in der Mongolei, dass eigentlich die Leute Nomaden waren, in die Stadt kommen, nicht mit Geld umgehen können, keine Arbeit haben. Und ich habe dann eben diese Leute dokumentiert, die dann da in diesen Löchern enden. Das sind Straßenszenen in der Mongolei, die man in Ulaanbaatar auch antreffen kann. Gewärmt wird dort auch mit, also es ist ziemlich eine große Umweltverschmutzung, weil es wird mit Kamelscheiße gewärmt und die Luft ist nicht sehr rein. Ja, danke. Nico Müller ist nicht hier. Nico Müller hat vor 2 Jahren ein Artist Residency im Tessin, im südlichsten Kanton der Schweiz gemacht und hat die Zeit mit Lesen und Spazierengehen verbracht und hat sich aber auferlegt, jeden Abend erst nach Einbruch der Dunkelheit nach Hause zu laufen und ist auch an Hecken und Wäldern und an einigen Naturphänomenen vorbeigegangen und hat dabei diese Arbeit fotografiert. Er ist übrigens zum zweiten Mal dabei. Vor 3 Jahren hatte er 2 Arbeiten im Finale. Das kann passieren, weil die Eingaben absolut anonym sind. Und wenn ein Jurymitglied eine Arbeit erkennt, dann muss dieses Jurymitglied in den Ausstand treten. Ja, und da sind wir wieder bei einem Anwesenden. Guten Abend. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Leidensgenossen mit psychischen Krankheiten eine Perspektive zu eröffnen. Das sieht man auch hier. Und es geht mir vor allem auch darum, den Preis als solches zu würdigen, weil er manchmal jetzt zum Beispiel mich als Autodidakten, weil er Experimente über Experten stellt. Und das finde ich sehr wichtig. Und so etwas Abenteuerliches wie diese 4-teilige Serie dann überhaupt in Erwägung zieht. Danke. Ich werde meinen Namen erst nach etwas sagen. Ich habe meine Arbeit, Der, die das Boot, eingereicht. Es ist ein Buch daraus entstanden. Und ich werde euch nachher einen kleinen Ausschnitt daraus lesen. Ich habe 6 Bilder eingereicht aus einer Serie von 84 Bildern. Und ich fange einfach mal an. Der, die das Brot. Mein Name ist Evan Charlotte-Juan Rütsch und früher bestellte meine Mutter unser Brot in der Bäckerei mit der Frage: Der, die das Brot. Die Antwort war ein genervtes das Brot. Ich bin Schweizer und um ehrlich zu sein, wusste ich damals auch nicht, ob es der, die oder das Brot war. Deswegen musste ich in eine Integrationsklasse gehen. Ich bin Doppelbürger, mütterlicherseits aus Italien, Lecce, und väterlicherseits aus der Schweiz, dem Jura. Da spricht man Französisch. Heute
spreche ich Französisch, Italienisch, Deutsch und Englisch. Es fehlt mir nur noch Rätoromanisch, um sprachlich gesehen der vollständigste Schweizer zu werden. Vor 15 Jahren sind wir vom Jura nach Zürich gezogen. Mir ist klar, dass viele den Kanton Jura, die Separatisten der Schweiz, nicht mögen. Dies war zwar nicht der Grund für die Integrationsmaßnahmen, die mir verordnet wurden, aber ganz genauso fühlt es sich an. Mit 10 Jahren fühlte ich mich in meinem eigenen Land nicht akzeptiert. Teilweise traf dies auch zu. Der einzige Grund, weshalb ich mich integrieren musste, war, dass ich kein Deutsch sprach. Mir war klar, dass ich Deutsch lernen musste, aber mich als Schweizer in der Schweiz, oder besser gesagt als Jurasser in Zürich, zu integrieren, kam damals wie auch heute überhaupt nicht in Frage. Nach einem Jahr Integrationsklasse bekam ich einen Stempel in meinem Zeugnis. Mit Großbuchstaben stand auf die letzte Seite integriert. Ich stellte dann aber fest, dass integriert noch lange nicht akzeptiert bedeutet. Der Text geht weiter. Ich glaube, es gibt noch auch andere Bilder. Vielleicht ist das das letzte. Falls ihr mehr hören wollt, kommt zu Tenor. Vielleicht lese ich noch was vor. Und das hier ist die letzte Arbeit der Teilnehmenden, die es in den Final geschafft haben. Jessica hat letztes Jahr den ersten Preis gewonnen im Nachwuchsförderpreis für Fotografie. Und sie arbeitet sehr gerne mit Gerichten, bei dieser Arbeit mit einem Gericht von Allen Ginsberg, wo es um Einsamkeit und Alleinsein geht. Die Bilder sind hier auch schon kleiner gehalten, weil die sind wirklich sehr klein im Original und die wirken ein bisschen komisch, wenn man sie vollflächig projiziert. Sie arbeitet hauptsächlich in Schwarz-Weiß. Vielen Dank. Ja, ich würde ganz gerne auch hier natürlich das Forum öffnen. Vielleicht könnte man Licht machen.